Ja, herzlich willkommen zusammen zum ersten Mentoriat des Kurses Einführung in die Volkswirtschaftslehre. Mein Name ist Niklas Letto und ich bin Mentor seit letztem Semester im Regionalzentrum Frankfurt. Es können im Moment leider noch keine Präsenzveranstaltungen stattfinden und von daher habe ich mir überlegt, dass ich so lange Ihnen die Mentoriate in Form von Videos eben jetzt zur Verfügung stelle. Was machen wir hier zusammen? Wir machen hier zusammen den Kurs Einführung in die VWL. Den anderen Kurs, nämlich Einführung in die BWL, hat ein Kollege übernommen ab diesem Semester. Deswegen wollte ich da eben nochmal darauf hinweisen, dass wir hier nur VWL behandeln in meinen Videos. Ja, das Modul insgesamt, also das Modul Einführung in die Wirtschaftswissenschaft, ist ja gesplittet in zwei Kurse und wir machen hier sozusagen eben den VWL-Kurs. Ich fange an mit der Kurseinheit 1 direkt und zwar werde ich hier jetzt einige Sachen mitschreiben. Ich werde nicht alles aus dem Skript jetzt abschreiben, keine Angst. Ja, dafür sind die Skripte ja auch da, dass Sie das lesen. Was ich hier aufschreibe, ist jetzt nur das aus meiner Sicht Wichtigste, was Sie in jedem Fall mitnehmen sollten, was auch immer wieder regelmäßig in Klausuren abgeprüft wurde. Das heißt, ich mache das Ganze hier relativ klausurorientiert. Ja, also ich werde nicht alles behandeln können. Das geht zeitlich einfach nicht. Und ja, konzentriere mich eben darauf, was aus meiner Sicht jetzt das Wichtigste ist, was Sie können müssen. Ja. Wir starten eben mit der Kurseinheit 1. Und zwar die Kurseinheit 1, da geht es ja jetzt um zunächst nur um eine Einführung und um das Thema Mikroökonomik. Der VWL-Kurs ist ja oder besteht aus drei Kurseinheiten. Die Kurseinheit 1, da geht es, wie gesagt, um das Thema Mikroökonomik. Die Kurseinheit 2 behandelt dann Makroökonomik und die Kurseinheit 3 dann nochmal Wirtschaftspolitik. Ja. In Kapitel 1, damit fangen wir jetzt an, da haben wir zunächst mal eine Systematisierung des Fachs Wirtschaftswissenschaft. Ja, also wenn wir mal Wirtschaftswissenschaft als Fach betrachten, die Wirtschaftswissenschaft, dann kann man das wie folgt systematisieren, nämlich die Wirtschaftswissenschaft ist zunächst mal aufgeteilt in Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre. Ja, also einmal haben wir hier die BWL, also Betriebswirtschaftslehre, und auf der anderen Seite eben die VWL. Und ja, genauso gliedert sich das Modul im Prinzip auch, was Sie belegt haben, nämlich zum Modul Einführung in die Wirtschaftswissenschaft gibt es jetzt eben zwei Kurse, VWL-Kurs und den BWL-Kurs. Ja, das nochmal am Rande dazu gesagt. Ja gut, was ist der Unterschied? Der Unterschied zwischen VWL und BWL ist folgender, nämlich die VWL, dazu können wir mal festhalten, untersucht sozusagen jetzt die Gesamtwirtschaft. Ja, also VWL untersucht die Gesamtwirtschaft, und die BWL untersucht hingegen das betriebliche Einzelverhalten, ja, zum Beispiel in den Bereichen Beschaffung, Produktion, Marketing und so weiter. Also stellen Sie sich einfach vor, Sie haben einen Betrieb und da ist es jetzt eben so, dass die BWL eben das betriebliche Einzelverhalten in den einzelnen Funktionsbereichen sozusagen untersucht. Ja, also bei BWL können wir nochmal dazu schreiben, untersucht das betriebliche Einzelverhalten Einzelverhalten
Zum Beispiel eben in den Bereichen Produktion, Beschaffung, Marketing und so weiter. Okay, gut. Ich denke, dass das bis dahin soweit verständlich ist. Die Volkswirtschaftslehre jetzt hier, wenn man die mal betrachten, das ist ja letztendlich das, was wir zusammen jetzt hier auch machen, die untergliedert sich jetzt wiederum erneut. Ja, und zwar untergliedert sich die VWL jetzt hier wieder in drei Bereiche, nämlich einmal in die sogenannte Mikroökonomik. Dann der zweite Punkt wäre die Makroökonomik. Und der dritte Teil hier wäre Wirtschaftspolitik. Ja, und so ist es auch in unserem Kurs im Prinzip. Ja, also in Mikroökonomik, damit befasst sich die Kurseinheit 1, das schreibe ich nochmal dazu. In Kurseinheit 2 geht es dann um Makro und in Kurseinheit 3 geht es dann um die Wirtschaftspolitik. Ja. Was ist jetzt der Unterschied zwischen den drei Bereichen? Zunächst mal nehmen wir die Mikroökonomik und hier können wir festhalten, dass die Mikroökonomik sozusagen das einzelwirtschaftliche typische Verhalten der Wirtschaftssubjekte jetzt untersucht. Ja, also die Mikroökonomik, die untersucht das typische einzelwirtschaftliche Verhalten der Wirtschaftssubjekte. Was die Wirtschaftssubjekte sind, das klären wir auch gleich, aber vorher möchte ich die Systematisierung hier zu Ende bringen. Mikroökonomik untersucht das typische einzelwirtschaftliche Verhalten der Wirtschaftssubjekte. Die Makroökonomik hingegen untersucht jetzt das Zusammenwirken aller Wirtschaftssubjekte anhand von aggregierten Größen. Ja, das ist so der Unterschied. Also die Makroökonomik untersucht das Zusammenwirken aller Wirtschaftssubjekte anhand aggregierten Größen. Gut, und die Wirtschaftspolitik hier noch als drittes, die untersucht mal ganz allgemein gesagt die Handlungen des Trägers der Wirtschaftspolitik. Ja, Träger der Wirtschaftspolitik in Deutschland ist ja der Staat und die Wirtschaftspolitik, wie gesagt, untersucht die Handlungen des Trägers der Wirtschaftspolitik. Ja, also untersucht die Handlungen des Trägers der Wirtschaftspolitik. Also hier in unserem Fall sozusagen ist es dann der Staat. Also der Träger der Wirtschaftspolitik ist der Staat. Ja? Gut. Was es hier auch noch gibt, ist, dass die Mikroökonomik jetzt auch nochmal aufgespalten wird, nämlich
in zwei Bereiche. Und zwar einmal in die Haushaltstheorie und zum anderen in die Unternehmenstheorie. Ja, also Mikroökonomik besteht aus der Haushaltstheorie und zum anderen aus der Unternehmenstheorie. So viel zunächst mal zu der Systematisierung. Gut, was wir noch klären wollten, war, was sind die Wirtschaftssubjekte? Die Wirtschaftssubjekte, die nennt man auch Sektoren, und das sind sozusagen die Akteure des Wirtschaftslebens. Ja, also Wirtschaftssubjekte dazu sagt man, wie gesagt, auch Sektoren. Und das sind, wie gesagt, die Akteure des Wirtschaftslebens. Ja, in unserem Fall sind das die Haushalte. Das sind die Unternehmen. Das ist der Staat. Und ich schreibe jetzt nochmal in Klammer nochmal das Ausland. Ja, das Ausland wird im Rahmen dieses Kurses weitgehend vernachlässigt, aber im Prinzip zählt das als Wirtschaftssubjekt dazu. Ja? Das sind die Wirtschaftssubjekte, also die vier Akteure sozusagen. Ja? Also die Haushalte, um es mal genau zu formulieren, da passiert Folgendes, nämlich die Haushalte, die erwerben und konsumieren Güter, und auf der anderen Seite bieten sie Produktionsfaktoren, also sprich Arbeit, an. Ja, also ein Haushalt ist im Prinzip ein Wirtschaftssubjekt, was Güter nachfragt und Arbeit anbietet. Ja, die Unternehmen, da ist es so, die produzieren und verkaufen Güter und fragen Produktionsfaktoren, also Arbeit, nach. Ja, das heißt, ein Unternehmen, das verkauft Güter und tritt auf dem Arbeitsmarkt eben als Arbeitsnachfrager auf. Ja. Und der Staat, der hat sozusagen so eine Sonderrolle, der ist ja Träger der Wirtschaftspolitik, und ja, um es mal ganz salopp zu formulieren, kann man sagen, er erhebt Steuern, ne, und wirtschaftet damit eben bezüglich seines Staatshaushalts. Ne. Und das Ausland, als letztes, um das auch noch anzusprechen, da geht es jetzt um Importe und Exporte. Ja, also es werden ja Güter jetzt hier aus Deutschland beispielsweise exportiert ins Ausland. Das heißt, an das Ausland wird verkauft, werden Güter verkauft, und auf der anderen Seite importieren wir ja auch Sachen. Das heißt, auch in Deutschland kaufen wir Güter aus dem Ausland, und ja, das kann jetzt, wie gesagt, bei einer geschlossenen Volkswirtschaft ausgeklammert werden, ja, so wie es weitgehend im Kurs hier gemacht wird, aber der Vollständigkeit halber sollte man das trotzdem hier nochmal aufführen. Ja, was jetzt hier noch wichtig ist, ist, dass ein und dieselbe Person, ja, also beispielsweise ich, kann jetzt mehreren Sektoren gleichzeitig zugerechnet werden. Ja? Also zum Beispiel, wenn ich Eigentümer einer Fabrik bin, dann bin ich während meiner Arbeitszeit dem Unternehmenssektor zugeordnet, und wenn ich nach Feierabend beispielsweise noch einkaufen gehe zum Rewe oder keine Ahnung wo, dann werde ich in dem Fall dem Haushaltssektor zugeordnet. Ja, vielleicht schreiben wir das nochmal auf, nämlich Merke, also ein Merksatz, und zwar die Abgrenzung der Sektoren, die erfolgt funktional, wie wir gesehen haben. Und eine Person oder Organisation, schreibe ich jetzt mal, eine real existierende Person oder Organisation, kann daher
mehreren Sektoren. Zugleich zugerechnet werden. Ja, also wenn ich mittags im Büro sitze von meiner Fabrik als Eigentümer, dann bin ich in dem Fall dem Unternehmenssektor zugeordnet, und wenn ich nach Feierabend noch beim Metzger irgendwo einen Schnitzel kaufe, dann bin ich dem Haushaltssektor sozusagen zugeordnet. Ja, wenn die Haushalte, die kaufen Güter und bieten Arbeit an, die Unternehmen, die verkaufen Güter und fragen Arbeit nach. Ja, so vielleicht nochmal ein Beispiel dazu unten. Ja, nämlich der Eigentümer einer Fabrik. Der Eigentümer einer Fabrik ist während seiner Arbeitszeit dem Unternehmenssektor und während seiner Freizeit eben dem Haushaltssektor zugeordnet. Gut. So viel bis hierhin. Ich habe jetzt hier zwei Klausuraufgaben vorbereitet zu dem Stoff, den wir bisher jetzt schon erarbeitet haben. Also ich mache das immer so in den Mentoriaten, dass ich den Stoff erarbeite und dann am Ende gleich auch die entsprechenden Klausuraufgaben dazu anschaue mit Ihnen. Ja, und genau das machen wir jetzt. Ich hoffe, man kann es einigermaßen lesen. Das ist jetzt hier die Aufgabe 1 aus dem Sommersemester 2014. Ich lese es einfach mal vor. Wie gesagt, ich hoffe, man kann das jetzt sehen. Ja. Und zwar, in der volkswirtschaftlichen Theorie werden die Teilgebiete Mikroökonomik und Makroökonomik unterschieden. Welche der folgenden Sachverhalte wird üblicherweise in der Makroökonomik analysiert? Ja, jetzt ist das hier ein folgender Aufgabentyp, nämlich Aufgabentyp 1 aus N. Wenn Sie sowas sehen, 1 aus N, dann bedeutet das, dass genau eine Antwort richtig ist und alle anderen falsch. Ja, das heißt, wenn Sie eine Klausur haben mit dem Aufgabentyp 1 aus N, dann ist immer nur ein Kreuz zu machen bei den Antworten. Ja, also wenn Sie da zwei Kreuze machen, kommen Sie da nicht auf die Idee, wenn Sie zwei Kreuze machen, ist es falsch. Das ist auf jeden Fall falsch. Also null Punkte sozusagen. Ja, das heißt, bei einer 1 aus N Aufgabe ist immer nur eine Antwort korrekt und alle anderen falsch. Ja, jetzt ist hier gefragt, nochmal, welche der folgenden Sachverhalte in der Makroökonomik analysiert werden. Wir hatten ja schon besprochen, dass in der Makroökonomik sozusagen das Zusammenwirken aller Wirtschaftssubjekte anhand aggregierten Größen untersucht wird. Ja, und jetzt gehen wir die Antworten mal durch und schauen uns das mal an, was hier steht. Bei Antwortmöglichkeit A steht jetzt, das nationale Lohnniveau wird durch die von den Tarifparteien ausgehandelten Lohnabschlüsse beeinflusst. Da würde ich jetzt schon mal tendieren dazu zu sagen, es ist auf jeden Fall makroökonomischer Natur, diese Aussage. Ja, also da geht es ja um das nationale Lohnniveau, um Tarifparteien,
Ein Tarifvertrag gilt ja für mehrere Unternehmen in der Regel, also für eine ganze Branche sozusagen. Von daher würde ich jetzt schon mal dazu tendieren, dass das richtig ist. Wir gucken uns aber die anderen Aufgaben nochmal, Antwortmöglichkeiten nochmal an und schauen, was da steht. Ja, bei Antwortmöglichkeit B steht jetzt, ein international tätiger Konzern entlässt aufgrund einer Umstrukturierung die Mitarbeiter am Standort München. Ja gut, also das ist auf jeden Fall, da geht es um Mikroökonomik. Ja, das ist eine mikroökonomische Fragestellung, da geht es nur um einen Konzern. Ja, und zwar um die Mitarbeiter am Standort München. Das hat mit Makroökonomik jetzt nicht viel zu tun. Dann bei Antwortmöglichkeit C steht jetzt, ein mittelständisches Unternehmen versucht, in den internationalen Markt für Autoreifen einzutreten. Ja gut, da geht es jetzt um das mittelständische Unternehmen. Von daher würde ich auch eher sagen Mikroökonomik, ja, aber nicht Makroökonomik. Und bei Antwortmöglichkeit D, da steht jetzt, keine der Aussagen ist richtig. Das würde ich in dem Fall auch nicht ankreuzen, sondern in dem Fall würde ich auf jeden Fall A ankreuzen, und die Antwort A ist in dem Fall auch definitiv korrekt. Ja, also das nationale Lohnniveau wird durch die von den Tarifparteien ausgehandelten Lohnabschlüsse beeinflusst. Ja, das ist korrekt, weil es hier, wie gesagt, um das nationale Lohnniveau geht, um Tarifparteien und eben nicht um ein einzelnes Unternehmen. Und genau deswegen ist diese Aussage ein Sachverhalt, der die Makroökonomik eben betrifft. Dann noch eine. Und zwar haben wir jetzt hier folgende Aufgabe. Der Text ist ähnlich wie bei der vorherigen Aufgabe, nämlich: in der volkswirtschaftlichen Theorie werden die Teilgebiete Mikroökonomik und Makroökonomik unterschieden. Welche der folgenden Sachverhalte werden üblicherweise in der Makroökonomik analysiert? Also im Prinzip genau dieselbe Frage wie gerade eben. Hier ist es jetzt so, wie Sie sehen, ist jetzt hier ein X aus N. Ja, das ist jetzt nicht 1 aus N, dieser Aufgabentyp, sondern X aus N. Und X aus N bedeutet in dem Fall, dass mindestens eine und maximal alle Antwortmöglichkeiten richtig sein können. Ja, also es kann eine richtig sein oder eben halt mehrere. Ja, ist natürlich dann ein bisschen schwerer, wie ein 1 aus N Aufgabentyp, aber auch das werden wir hinkriegen. Ja. Jetzt ist hier gefragt wieder, welche Sachverhalte werden in der Makroökonomik analysiert. Antwortmöglichkeit A, da steht jetzt, die Inflationsrate stieg im vergangenen Jahr um 2%. Das ist auf jeden Fall was man in der Makroökonomik analysiert. Ja, die Inflationsrate, das betrifft ja eine ganze Volkswirtschaft und das hat mit Mikroökonomik nichts zu tun. Also Aussage A ist in jedem Fall korrekt. Dann Antwortmöglichkeit B, da steht jetzt, die von den Tarifparteien ausgehandelten Lohnabschlüsse enthalten nur moderate Lohnerhöhungen. Auch da würde ich eher wieder dazu tendieren, dass es richtig ist, aber wir gucken uns nochmal die anderen Aussagen an. Aussage C ist jetzt hier, ein Pharmakonzern erhält die Patentrechte für ein neues Medikament. Also das hat mit Makroökonomik nicht viel zu tun, das ist eine mikroökonomische Fragestellung, weil es geht ja eben nur um den Pharmakonzern, um den Einzelnen, beziehungsweise um das neue Medikament, also das hat mit Makroökonomik nichts zu tun. Aussage D, da steht jetzt, zwei Online-Apotheken treten in einen Preiskampf. Ja, auch das hat mit Makroökonomik nichts zu tun, weil es eben nur um zwei einzelne Apotheken geht und daher eine mikroökonomische Fragestellung ist. Und Antwortmöglichkeit E, keine der Aussagen ist richtig, wäre in dem Fall auch falsch, sodass hier A und B auf jeden Fall richtig sind. Also A, das mit der Inflationsrate, wenn da irgendwas steht mit von der Inflationsrate, das ist immer Makroökonomik, und dann eben hier, die von den Tarifparteien ausgehandelten Lohnabschlüsse enthalten nur moderate Lohnerhöhungen. Das ist auch wiederum eine makroökonomische Fragestellung.
weil ein Tarifvertrag, wie gesagt, für eine ganze Branche gilt. Und von daher werden hier die Antworten A und B korrekt. Gut, das nächste, was wir besprechen werden, ist dann das sogenannte ökonomische Prinzip. Also ökonomisches Prinzip. Und zwar wird jetzt das ökonomische Prinzip oder das Wirtschaften, darunter versteht man Folgendes, nämlich Wirtschaften ist sozusagen die Produktion und Verwendung knapper Güter zum Zweck der Erfüllung menschlicher Bedürfnisse. Ja, das heißt, Güter werden produziert und auch konsumiert, um Bedürfnisse zu befriedigen. Ja, und jetzt ist es so, dass eben die Güter oder ja, viele Güter, die meisten Güter, nicht in unendlicher Menge vorhanden sind, sondern Güter sind in der Regel knapp. Und aufgrund dieser Knappheit wird eben davon ausgegangen, dass die Wirtschaftssubjekte eben zweckrational handeln. Ja, vielleicht fassen wir das gerade nochmal zusammen, so zwei Sätzen, und zwar unter Wirtschaften. Also unter Wirtschaften, und damit ist jetzt gemeint das Wirtschaften, ja, also nicht die Wirtschaft, sondern das Wirtschaften. Unter Wirtschaften ist die Produktion und Verwendung knapper Güter zum Zweck der Erfüllung menschlicher Bedürfnisse zu verstehen. Ja, und jetzt, wie gesagt, aufgrund der Knappheit der Güter wird davon ausgegangen, dass die Wirtschaftssubjekte zweckrational handeln. Ja, also aufgrund der Knappheit der Güter wird davon ausgegangen, dass die Wirtschaftssubjekte zweckrational handeln. Ja, und zweckrational heißt jetzt, also das heißt, da gibt es jetzt zwei verschiedene Möglichkeiten. Ja. Also zweckrational heißt zum einen, mit einem bestimmten Einsatz an Mitteln einen möglichst hohen Nutzen zu erzielen. Ja, das ist das sogenannte Maximalprinzip. Oder mit möglichst geringem Einsatz an Mitteln einen bestimmten Nutzen zu erzielen. Ja, also aufgrund der Knappheit der Güter wird davon ausgegangen, dass die Wirtschaftssubjekte zweckrational handeln. Das heißt, und jetzt gibt es da wie gesagt die zwei Möglichkeiten, mit einem bestimmten Einsatz an Mitteln, was der Unterschied ist, klären wir gleich, also mit einem bestimmten Einsatz an Mitteln einen möglichst hohen Nutzen zu erzielen. Und das ist dann das sogenannte Maximalprinzip,
Ja, also ich habe hab ein bestimmtes, beispielsweise ein bestimmtes Budget, einen bestimmten Betrag, mit dem ich spielen kann oder zocken kann an der Börse beispielsweise, und versuche mit diesem Betrag möglichst viel rauszuholen, also möglichst viel Gewinn zu erwirtschaften. Ja. Oder ein anderes Beispiel ist das Maximalprinzip, kann sein, ich habe 10 Liter Kraftstoff im Tank von meinem Auto und probiere mit diesen 10 Litern möglichst weit zu fahren, also so zu fahren, dass ich mit diesen 10 Litern mit bestimmten Einsatz an Mitteln eben möglichst weit komme. Ja, das wäre also das Maximalprinzip. Ja, oder die andere Variante eben wäre dann das Minimalprinzip, und das Minimalprinzip, das lautet wie folgt, nämlich mit möglichst geringem Einsatz an Mitteln einen bestimmten Nutzen zu erzielen. Ja, schreibe ich nochmal hin, das ist dann das Minimal. Prinzip. Ja, also Beispiel, wie gesagt, zum Maximalprinzip schreiben wir nochmal auf. Also Beispiel, Maximalprinzip. Schreibe ich jetzt nochmal hin, mit 10 Litern Kraftstoff möglichst weit zu fahren. Ja, also mit 10 Litern Kraftstoff, also in Klammer PKW, ja, mit 10 Litern Kraftstoff möglichst weit zu fahren. Und ein Beispiel fürs Minimalprinzip wäre dann in dem Fall: Minimalprinzip war ja, mit möglichst geringem Einsatz an Mitteln einen bestimmten Nutzen zu erzielen. Das heißt, ich habe ein definiertes Ziel und möchte dieses Ziel mit möglichst wenig Einsatz an Mitteln erreichen. Ja, beispielsweise, ich möchte eine Strecke von 500 Kilometern zurücklegen mit dem PKW unter dem Einsatz von möglichst wenig Kraftstoff. Ja. Also da wäre das Äquivalent dazu eben eine Distanz von 500 Kilometern. Schreibe ich jetzt wieder hin, PKW, ja. Durch den Einsatz von möglichst wenig Kraftstoff zurückzulegen. Gut, ja, also im einen Fall, eben beim Maximalprinzip, da war der Einsatz an Mitteln gegeben, ja, 10 Liter Kraftstoff, und damit will ich einen möglichst hohen Nutzen erzielen. Ja, das heißt, das Ziel war variabel. Ich möchte mit einem bestimmten Mitteleinsatz möglichst viel. Ja. Und beim Minimalprinzip, da war hingegen das Ziel vordefiniert. Ja, zum Beispiel eine Distanz von 500 Kilometern soll zurückgelegt werden mit dem PKW, und das eben durch den Einsatz von möglichst wenig Kraftstoff. Ja, das heißt, der Mitteleinsatz ist hier jetzt variabel. Ja, beim einen ist der Mitteleinsatz fest und das Ziel variabel, beim anderen ist das Ziel fest und der Mitteleinsatz variabel. Ja.
Gut. Hierzu gibt es auch ein paar Klausuraufgaben, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Und die werden wir jetzt gleich mal anschauen. Also das ist ja schon ein paar Mal vorgekommen, dass es dazu Fragen gibt. Und wir schauen uns das jetzt gerade mal hier an. Ich zoome mal ein bisschen rein. Gut. Okay, Sommersemester 2017, Aufgabe 2. Da ist gefragt, welche der folgenden Aussagen ist korrekt? Markieren Sie die richtige Aussage auf dem Lösungsbogen. Das ist wieder eine 1 aus N Aufgabe. Das heißt, eine Antwort wird hier richtig sein und alle anderen falsch. Gut, jetzt haben wir hier bei Antwortmöglichkeit A stehen. Gemäß dem Maximalprinzip soll mit geringstmöglichem Mitteleinsatz ein maximales Maß an Bedürfnisbefriedigung erzielt werden. Diese Antwort ist falsch. Antwortmöglichkeit B. Der Unternehmenssektor verfolgt mit seinen wirtschaftlichen Aktivitäten das Ziel der Nutzenmaximierung. Das hatten wir noch nicht besprochen, können Sie jetzt leider nicht wissen, aber auch diese Aussage ist falsch. Nämlich ist es so, dass der Unternehmenssektor Gewinnmaximierung betreibt und der Haushaltssektor, der betreibt Nutzenmaximierung. Das schreiben wir nachher auch noch auf, das können Sie sich aber schon mal merken. Ja, also wenn es um Unternehmen geht, Unternehmen betreibt immer Gewinnmaximierung in unserem Fall. Und die Haushalte, die betreiben eben Nutzenmaximierung. Und von daher ist diese Aussage hier auch falsch. Dann Aussage C, da steht jetzt, in der makroökonomischen Analyse wird davon ausgegangen, dass eine real existierende Person ausschließlich einem Sektor zugerechnet werden kann. Das ist auch falsch, das hatten wir vorhin schon, nämlich hatten wir da ja schon das Beispiel mit dem Inhaber einer Fabrik, der eben während seiner Arbeitszeit dem Unternehmenssektor zugeordnet ist und während seiner Freizeit eben dem Haushaltssektor. Ja, das heißt, dass eine real existierende Person eben mehreren Sektoren zugerechnet werden kann und entsprechend ist die Aussage hier auch falsch. Ja, und ja, übrig bleibt in dem Fall nur noch Aussage D, nämlich keine der Aussagen A bis C ist richtig und diese Aussage D wäre in dem Fall anzukreuzen. Gut, dann die nächste. Ich lese gerade wieder vor und zwar ist das aus dem Wintersemester 10-11, die Aufgabe 1. Welche der folgenden Formulierungen entsprechen der Definition des ökonomischen Prinzips? Aussage A, da steht jetzt, habe ich ganz vergessen, das ist wieder eine X aus N Aufgabe, das heißt, hier können jetzt mehrere Antwortmöglichkeiten richtig sein. Ja. Aussage A, da steht, Mitteleinsatz und Bedürfnisbefriedigung stehen immer in einem festen Verhältnis zueinander. Diese Aussage ist falsch, das stimmt nicht. Ja, also Mitteleinsatz und Bedürfnisbefriedigung stehen nicht immer im festen Verhältnis. Ja, das kann vollkommen variabel sein alles. Von daher ist diese Aussage schon mal falsch. Dann Aussage B, mit einem gegebenen Mitteleinsatz ist ein möglichst hohes Maß an Bedürfnisbefriedigung zu erreichen. Ja, gefragt war ja, welche der folgenden Formulierungen entsprechen der Definition des ökonomischen Prinzips. Und wenn wir jetzt hier haben bei B, mit einem gegebenen Mitteleinsatz ist ein möglichst hohes Maß an Bedürfnisbefriedigung zu erreichen, dann ist das richtig. Das entspricht nämlich genau der Definition des Maximalprinzips. Ja, gegebener Mitteleinsatz und damit will ich möglichst viel rausholen. Ja, also möglichst hohes Maß an Nutzen oder Bedürfnisbefriedigung, ja, oder Gewinn, je nachdem. Das heißt, B wäre hier auf jeden Fall richtig. Aussage C, da steht jetzt, ein gegebenes Maß an Bedürfnisbefriedigung ist mit einem möglichst geringen Mitteleinsatz zu erreichen. Ja, auch das ist richtig, das entspricht exakt der Definition des Minimalprinzips. Ja, wir wollen ein bestimmtes Ziel erreichen, also zum Beispiel eben die 500 Kilometer Strecke mit dem Auto fahren, mit möglichst geringem Mitteleinsatz, also mit möglichst wenig Kraftstoff jetzt beispielsweise. Ja, das heißt, Antwortmöglichkeit C wäre hier korrekt.
Das wäre auch korrekt. D, da steht jetzt, mit einem möglichst geringen Mitteleinsatz ein möglichst hohes Maß an Bedürfnisbefriedigung zu erreichen. Das ist falsch. Also das ist deswegen falsch, weil mit möglichst wenig Mitteleinsatz möglichst viel erreichen, das geht einfach nicht. Das schließt sich aus. Das schließt sich einfach aus. Das ist falsch. Und Aussage E, keine der Aussagen A bis D ist richtig, ist in dem Fall auch falsch, weil B und C ja in dem Fall richtig waren. Ja, also bei dieser Aufgabe wären B und C korrekt. Dann kommen wir zum Wintersemester 13/14, die Aufgabe 1. Da ist wieder gefragt, welche der folgenden Formulierungen entspricht der Definition des ökonomischen Prinzips? Markieren Sie die richtige Aussage. Das ist wieder eine 1 aus N Aufgabe. Das heißt, eine Antwort wird richtig sein. Aussage A, da steht jetzt, mit einem gegebenen Mitteleinsatz ist ein möglichst hohes Maß an Bedürfnisbefriedigung zu erreichen. Die Aussage ist korrekt. Das entspricht exakt der Definition des Maximalprinzips und von daher Kreuz machen und abhaken. Also so schnell hätte man hier 4 Punkte jetzt verdient. Ja. Wir können uns auch nochmal die anderen Antworten anschauen. Ich meine, die sind jetzt falsch, das wissen wir, aber wir können es ja trotzdem nochmal anschauen. Antwortmöglichkeit B, da wäre jetzt Folgendes gegeben, nämlich mit einem möglichst geringen Mitteleinsatz ist ein möglichst hohes Maß an Bedürfnisbefriedigung zu erreichen. Das hatten wir ja auch schon gesehen, das kann nicht funktionieren, wenn ich mit möglichst wenig möglichst viel erreichen will, das geht nicht, weil ich kann ja immer nur in die eine Richtung optimieren. Ja, ich kann ja nicht mit einem minimalen Betrag maximalen Gewinn rausholen. Das geht einfach nicht. Ja. Dann C, haben wir wieder die Aussage, Mitteleinsatz und Bedürfnisbefriedigung stehen immer in einem festen Verhältnis zueinander. Auch das ist wieder falsch. Und Aussage D, natürlich keine Aussagen, A bis C ist richtig, ist auch falsch. Ja, also hier wäre, wie gesagt, A richtig und ja, so schnell hätte man 4 Punkte in der Klausur. Eine letzte Aufgabe hier zu dem Thema, und zwar wieder eine 1 aus N Aufgabe, hier aus dem Wintersemester 17/18. Da ist wieder gefragt, welche folgenden Aussagen zum ökonomischen Prinzip sind korrekt, beziehungsweise welche der folgenden Aussagen ist korrekt, weil es ist eine 1 aus N Aufgabe wieder, und wir schauen uns die Antwortmöglichkeiten einfach nochmal an. Antwortmöglichkeit A, da steht jetzt, gemäß dem ökonomischen Prinzip soll ein maximales Maß an Bedürfnisbefriedigung mit minimalem Einsatz von Mitteln erzielt werden. Ist falsch. Dann Aussage B, gemäß dem Minimalprinzip soll mit möglichst hohem Einsatz von Mitteln ein gegebenes Maß an Bedürfnisbefriedigung erzielt werden. Nein, das ist falsch. Richtig wäre hier, gemäß dem Minimalprinzip soll mit einem möglichst geringen Einsatz von Mitteln natürlich, ja. Wir wollen ja nichts verschwenden, ja. Das ist ja gerade das ökonomische Prinzip eben, mit möglichst wenig ein gegebenes Maß an Bedürfnisbefriedigung eben herzustellen, ja. Und eben nicht mit möglichst viel, ja. Wenn man möglichst viel da reinstecken würde, dann würde es ja bedeuten, man verschwendet Produktionsfaktoren, man verschwendet Ressourcen. Und genau das ist ja das, was eben nicht das ökonomische Prinzip ist. Ja. Antwortmöglichkeit C, da steht jetzt, gemäß dem Maximalprinzip soll mit gegebenen Mitteln ein möglichst hohes Maß an Bedürfnisbefriedigung erzielt werden. Ja, das entspricht genau der Definition wieder vom Maximalprinzip und das wäre hier dann richtig. Ja, D können wir vergessen, keine Aussagen ist richtig. Das heißt, Antwortmöglichkeit C wäre hier anzukreuzen. Den nächsten Punkt, den wir nun behandeln, ist der Punkt Methoden der VWL. Also Methoden der VWL. Und das Erste, was wir besprechen hierzu, ist
sind die Begriffe Induktion und Deduktion. Also Induktion versus Deduktion. Ja, und zwar bei der Induktion, da passiert Folgendes, nämlich die Induktion ist sozusagen ein Rückschluss von einzelnen Beobachtungen auf allgemeine Gesetzesmäßigkeiten. Ja, das heißt, Sie beobachten irgendwas, zum Beispiel haben Sie in den vergangenen 100 Tagen beobachtet, dass die Sonne jeden Tag untergegangen ist. Ja, das haben Sie beobachtet und aus dieser Beobachtung schließen Sie sozusagen ein Gesetz, nämlich das Gesetz, was Sie daraus schließen würden, wäre dann, die Sonne geht jeden Tag unter. Ja, Sie haben das jetzt 100 Mal beobachtet, zunächst mal, und aus diesen Beobachtungen schließen Sie eben das Gesetz, dass die Sonne jeden Tag untergeht. Ja, also Induktion, zunächst mal, das ist allgemein gesagt ein Rückschluss von einzelnen Beobachtungen auf allgemeine Gesetzesmäßigkeiten. Ja, also Rückschluss von einzelnen Beobachtungen auf allgemeine Gesetzesmäßigkeiten. Ja, zum Beispiel, zum Beispiel haben Sie jetzt, wie gesagt, beobachtet, dass die Sonne in den vergangenen 100 Tagen jeden Tag untergegangen ist. Ja, also in den vergangenen Tagen, schreiben wir jetzt mal, in den vergangenen 100 Tagen ist die Sonne jeden Tag untergegangen. Das wäre sozusagen jetzt die Beobachtung oder die Beobachtungen, die Sie angestellt haben. Also die Beobachtung. Und daraus schließen Sie, ja, daraus schließen Sie dann folgendes Gesetz, nämlich die Sonne geht jeden Tag unter. So viel zur Induktion. Bei der Deduktion ist das genau umgekehrt. Also Deduktion. Nämlich bei der Deduktion ist es so, da schließt man von allgemeingültigen Grundannahmen sozusagen auf Einzelfälle. Ja, also genau das Umgekehrte wie die Induktion. Ja, also Deduktion ist der Rückschluss von allgemeingültigen Grundannahmen auf Einzelfälle. Ja, also zum Beispiel ist die Grundannahme, alle Menschen sind sterblich. Ja, also alle Menschen sind sterblich und Niklas, also ich bin jetzt ein Mensch und daraus folgern wir, Niklas ist sterblich. Ja, also zum Beispiel die Grundannahme, alle Menschen sind sterblich. Schreibe ich jetzt nochmal hin, das ist die Grundannahme. Ja, und Niklas ist ein Mensch. Und daraus folgt dann, Niklas ist sterblich.
Ja, oder ein anderes Beispiel vielleicht noch, was man hier auch nehmen kann, ist zum Beispiel irgendeine Zahl x mal eine andere Zahl y ist dasselbe wie y mal x. Ja, das ist auch so eine Deduktion. Ja. Ne, also zum Beispiel 2 mal 3 ist ja dasselbe wie 3 mal 2. Ja, und das gilt jetzt eben nicht nur für die 2 und die 3, sondern für alle anderen Zahlen auch. Das wäre so ein typisches Beispiel für eine Deduktion. Gut, dann bei Punkt 2. Da gibt es dann die sogenannte Totalanalyse und Partialanalyse. Also Totalanalyse versus Partialanalyse. Und das schauen wir uns auch noch gerade mal an, was das ist. Nämlich zunächst mal die Totalanalyse. Die Totalanalyse betrachtet jetzt sozusagen den wirtschaftlichen Gesamtzusammenhang aller relevanten Variablen bzw. Einflussfaktoren eines Sachverhalts, den ich untersuchen möchte. Ja, also Totalanalyse betrachtet den Gesamtzusammenhang oder wirtschaftlichen Gesamtzusammenhang. Aller relevanten Variablen bzw. Einflussfaktoren eines Sachverhalts. Ja, zum Beispiel könnte man hier die Fragestellung betrachten, welche Auswirkungen hat eine Erhöhung des Ölpreises auf den weltweiten Güter-, Geld-, Arbeits- und Devisenmarkt? Das wäre so eine totalanalytische Fragestellung. Ja, also zum Beispiel, welchen Einfluss hat der Ölpreis auf den weltweiten Güter-, Arbeits-, Geld- und Devisenmarkt? Und auf der anderen Seite gibt es dann eben jetzt die Partialanalyse. Und bei der Partialanalyse ist es jetzt so, dass dieser Sachverhalt, der untersucht werden soll, jetzt aus dem Gesamtzusammenhang herausgelöst wird und die sogenannte Ceteris Paribus-Annahme gilt. Ja, also bei der Partialanalyse können wir schreiben, der Sachverhalt wird aus dem Gesamtzusammenhang herausgelöst und es gilt jetzt die Ceteris Paribus-Annahme.
Ja, also ceteris paribus bedeutet unter sonst gleichen Bedingungen. Ja, also das schreibe ich nochmal hin. Das heißt unter sonst gleichen Bedingungen. Ja, ein Beispiel hierfür wäre, analog zu unserem Beispiel jetzt hier oben, eine partialanalytische Fragestellung wäre hier zum Beispiel jetzt, welche Auswirkungen hat eine Erhöhung des Ölpreises auf den Absatz im deutschen Automobilmarkt? Ja, also welchen Einfluss hat der Ölpreis auf den Absatz im deutschen Automobilmarkt? Ja, also die Fragestellung bzw. der Sachverhalt wird aus dem Gesamtzusammenhang rausgerissen. Ja. Tatsächlich ist es ja so, dass der Ölpreis auf sämtliche Märkte Auswirkungen hat, ja, zumindest indirekt. Und das wäre dann hier oben, wie gesagt, eine totalanalytische Fragestellung. Und ja, jetzt wird eben dieser Sachverhalt aus dem Gesamtzusammenhang rausgerissen. Und bei der Partialanalyse wird eben nur ein Teil betrachtet. Ja, also da geht es dann im Konkreten jetzt hier nur erstmal um den Gütermarkt, ja, beziehungsweise ganz konkret gesagt nur um den Automobilmarkt, und zwar um den deutschen Automobilmarkt. Ja. Das wäre sozusagen eine partialanalytische Fragestellung. Ja. Und was auf dem Geldmarkt passiert und was auf dem Devisenmarkt passiert und was international passiert, ist hier bei dieser partialanalytischen Fragestellung jetzt irrelevant. Ja. Hier wollen wir nur wissen, was passiert mit dem Absatz im deutschen Automobilmarkt sozusagen, wenn sich der Ölpreis verändert. Ja. Und das wäre jetzt eben eine partialanalytische Fragestellung, ja. Noch ein Merksatz drunter, weil das ist wichtig, nämlich merke, und zwar sowohl jetzt in der Mikro- als auch in der Makroökonomie können Partial- und Totalanalysen durchgeführt werden, ja. Also sowohl in der Mikro- als auch in der Makroökonomik können sowohl total als auch partial Analysen durchgeführt werden. Das war mal eine Klausurfrage. Gut, wir kommen zu Punkt 3. Da geht es dann noch um Theorien und Modelle. Und dann sind wir mit dem Punkt durch. Dann behandeln wir gleich noch die Klausuraufgaben, die es hierzu gibt. Aber vorher noch Punkt 3, also Theorien bzw. Modelle. Wir beginnen mit der Theorie. Was ist eine Theorie? Also eine Theorie ist definiert als System von Definitionen, Ausgangsbedingungen und Aussagen, in dem Gesetzesmäßigkeiten eben und Zusammenhänge erfasst werden sollen, um damit eine konkrete Fragestellung untersuchen zu können. Ja, also Theorie das mal zu definieren, das ist ein System von Definitionen, Ausgangsbedingungen
und Aussagen. Indem Gesetzesmäßigkeiten und Zusammenhänge der beobachtbaren Realität, also der Empirie, kann man auch sagen, ja, der beobachtbaren Realität erfasst werden sollen. Um damit eine konkrete Fragestellung untersuchen zu können. Ja, und jetzt ist es aber so, dass wenn man so eine Theorie hat, dass da eine große Vielzahl an Informationen jetzt eben auftritt, und das sind teilweise eben so viele Informationen und Einflussfaktoren, dass man die eigentlich gar nicht alle berücksichtigen kann. Ja, das heißt, man muss in den meisten Fällen eben von der Realität abstrahieren. Ja, das heißt, Informationen, die jetzt nicht signifikant sind, also nicht wichtig sind, soll man vernachlässigen. Und wenn man das tut, dann spricht man von einem sogenannten Modell. Ja, das heißt, in der Wissenschaft, jetzt nicht nur in der Wirtschaftswissenschaft, nutzt man sogenannte Modelle, die eben von der Realität abstrahieren, das heißt Variablen und Einflussfaktoren, die nicht wichtig sind, werden in diesem Modell einfach weggelassen. Ja, das heißt, der nächste Punkt, den wir aufschreiben, ist die Definition von einem Modell. Ja, und zwar ist ein Modell dann ein abstraktes Abbild der Realität. Beziehungsweise abstraktes Abbild eines Ausschnitts der Realität, das für die betrachtete Frage relevant ist. Ja, Modelle werden eben genutzt, um Zusammenhänge abzubilden und zu erklären. Ja, da gibt es jetzt noch eine Unterscheidung in statische Modelle und dynamische Modelle. Das notieren wir vielleicht auch noch, und zwar statische Modelle. Da ist es so, dass da nur eine einzige Periode betrachtet wird, ja, zum Beispiel ein Jahr, und dynamische Modelle hingegen betrachten mehrere Perioden. Ja, also statische Modelle, das schreiben wir jetzt nochmal auf, betrachten nur eine einzige Periode. Also zum Beispiel ein Jahr, und dynamische Modelle betrachten mehrere Perioden. Ja, also ein Beispiel für ein Modell wäre folgendes: Stellen Sie sich das Universum einfach mal vor, und zwar ist es ja so, also die
Realität ist sozusagen das Universum. Ja, da gibt es ja Milchstraßen, Planeten, Monde und so weiter. Und wir wollen jetzt beispielsweise untersuchen, welche Zeit der Mond benötigt, um die Erde einmal zu umrunden. Ja. Und dann, wenn wir sowas untersuchen, dann betrachten wir sozusagen nicht das ganze Universum, wenn wir unser Modell bauen, sondern in unserem Modell wird dann nur die Erde und der Mond betrachtet. Ja, und dann eben analysiert, wie lange der Mond braucht, um die Erde zu umrunden. Ja, das heißt, alle anderen Bestandteile, also von allen anderen Bestandteilen des Universums wird sozusagen abstrahiert. Ja, so müssen Sie sich das im Prinzip vorstellen. Wir machen hierzu jetzt drei Klausuraufgaben, die ich hierzu habe. Und zwar fangen wir an mit der Aufgabe 2 aus dem Sommersemester 2010. Ich probiere nochmal ein bisschen ranzuzoomen. Ich lese den Text einfach vor. Und zwar: In der Volkswirtschaftslehre haben sich bestimmte Methoden herausgebildet, mit denen volkswirtschaftliche Erkenntnisse gewonnen werden. Welche Aussagen zu diesen Methoden sind korrekt? Das ist jetzt eine bisschen ältere Aufgabe wieder, das heißt eine X aus N Aufgabe. In den letzten Semestern, man kann eigentlich sagen in den letzten Jahren, da gab es in den VWL-Klausuren immer 1 aus N Aufgaben. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, ob das weiter auch so geführt werden wird, aber das nur mal so am Rande. Hier haben wir jetzt eine X aus N Aufgabe, eine bisschen ältere, und die schauen wir jetzt nochmal an. Also wie gesagt, die Frage ist, welche Aussagen zu den Methoden sind korrekt. Aussage A, da steht jetzt Folgendes, nämlich: Partialanalysen können ausschließlich zu mikroökonomischen Fragestellungen durchgeführt werden. Diese Aussage ist falsch, das hatten wir auch notiert, nämlich sowohl in der Mikro- als auch in der Makroökonomik können Partialanalysen und auch Totalanalysen durchgeführt werden. Ja, das heißt, die Aussage, Partialanalysen können ausschließlich zu mikroökonomischen Fragestellungen durchgeführt werden, ist somit falsch. Ja. Aussage B, da steht jetzt: Die Ceteris Paribus-Annahme besagt, dass in einer Untersuchung die gleichzeitige Veränderung aller berücksichtigten Größen unterstellt wird. Das ist falsch, das ist im Prinzip genau das Gegenteil von der Ceteris Paribus-Annahme, nämlich die Ceteris Paribus-Annahme, die besagt ja, dass alle Größen sozusagen, die ich nicht berücksichtige, gleich bleiben. Ja, das heißt, also wörtlich übersetzt heißt es ja unter sonst gleichen bzw. unveränderten Bedingungen. Ja, und von daher ist die Aussage hier jetzt auch falsch. Aussage C, da steht jetzt: Ein dynamisches Modell liegt vor, wenn Größen in der betrachteten Periode von Größen der vorhergehenden Perioden abhängen. Das ist korrekt. Wir hatten ja definiert, was ein dynamisches Modell ist, nämlich dynamische Modelle betrachten mehrere Perioden. Und wenn hier jetzt steht, dass Größen der betrachteten Periode von Größen der vorhergehenden Perioden abhängen, dann haben wir ein dynamisches Modell in dem Fall. Das heißt, C wäre richtig. Dann Aussage D. Da steht jetzt: Der berühmte Methodenstreit im 19. Jahrhundert zwischen Gustav Schmoller und Karl Menger drehte sich um die Frage, ob die Mikroökonomik oder die Makroökonomik die bessere Methode zur Gewinnung volkswirtschaftlicher Erkenntnisse sei. Diese Aussage ist falsch, und zwar Schmoller und Menger haben sich gestritten, aber nicht um Mikro- und Makroökonomik, sondern um Induktion und Deduktion. Das hatte ich, glaube ich, nicht festgehalten. Das können wir vielleicht noch dazu schreiben. Wo hatten wir es bei Induktion und Deduktion?
Genau, also Induktion, ein Vertreter der Induktionstheorie, das ist hier Gustav Schmoller. Und Deduktion, ein Vertreter der Deduktion wäre jetzt Karl Menger. Das steht, soviel ich weiß, auch in der Kurseinheit. Aber das wollte ich nochmal an der Stelle noch anfügen. Gut, also Aussage D. Bei dem Methodenstreit, da handelt es sich eben darum, ob die Induktion oder die Deduktion angewendet werden soll zur Gewinnung von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Aber es ging nicht um Mikro- oder Makroökonomik. Das heißt, Aussage D wäre hier jetzt auch falsch. Aussage E, keine der Aussagen ist richtig, ist dementsprechend ja auch falsch, weil die Aussage C ja hier schon richtig war. Und das wäre hier jetzt auch die einzige richtige Lösung hier. Ja. Also auch bei x aus n Aufgaben kann es vorkommen, dass eben nur eine Antwort korrekt ist. Ja. Gut. Dann die nächste Aufgabe, die ist aus dem Wintersemester 12-13. Die Aufgabe 3. Und zwar folgender Text. In der Volkswirtschaftslehre haben sich bestimmte Methoden herausgebildet, mit deren Hilfe volkswirtschaftliche Erkenntnisse gewonnen und dargestellt werden. Welche der folgenden Aussagen über die Methoden der Volkswirtschaftslehre sind korrekt? Auch wieder eine X aus N Aufgabe. Aussage A, da steht jetzt, die Methode der Induktion setzt bei einzelnen Beobachtungen in der Realität an und leitet aus diesen allgemeine Gesetzesmäßigkeiten ab. Diese Aussage ist richtig, haben wir notiert. Aussage B, die Ceteris Paribus-Annahme besagt, dass in einer Untersuchung die gleichzeitige Veränderung aller berücksichtigten Größen unterstellt wird. Diese Aussage hatten wir gerade vorhin schon, diese Aussage ist falsch. Dann Aussage C, ein Modell, in dem es nur eine einzige Periode gibt, wird als statisches Modell bezeichnet. Diese Aussage ist korrekt. Und Aussage D, da steht jetzt, sowohl in der Mikro- als auch in der Makroökonomie können Partialanalysen durchgeführt werden. Auch das ist korrekt, sodass bei dieser Aufgabe hier die Antworten A, C und D korrekt sind. E können wir vergessen. Brauche ich nicht mehr drauf eingehen. Von daher kommen wir zur nächsten Aufgabe. Aus dem Wintersemester 14-15, die Aufgabe 1. Und zwar, da kommt wieder derselbe Text. In der Volkswirtschaftslehre haben sich bestimmte Methoden herausgebildet, mit denen volkswirtschaftliche Erkenntnisse gewonnen werden. Welche der folgenden Aussagen zu den volkswirtschaftlichen Methoden ist korrekt? Markieren Sie die richtige Aussage auf dem Lösungsbogen. Das ist jetzt eine 1 aus N Aufgabe. Das heißt, wir müssen jetzt einfach nur die richtige Antwort finden. Ja, Aussage A, da steht jetzt, die Methode der Deduktion schließt von einzelnen Beobachtungen in der Realität auf allgemeine Gesetzesmäßigkeiten zurück. Das ist falsch. Das wäre hier die Definition von der Induktion, also genau das Gegenteil, und daher ist die Aussage falsch. Aussage B, da steht jetzt, ein geeignetes volkswirtschaftliches Modell zeichnet sich dadurch aus, dass es die Realität 1:1 abbildet, sodass keine signifikanten Informationen unberücksichtigt bleiben. Diese Aussage ist auch falsch, weil genau das war ja die Definition von einem Modell, das von der Realität eben abstrahiert wird und die Realität eben jetzt nicht 1:1 abgebildet wird. Denken Sie nochmal an unser Beispiel mit dem Universum. Ja, wir haben ein Universum mit keine Ahnung wie viel Planeten und Milchstraßen und wollen jetzt nur untersuchen, wie lange der Mond benötigt, um die Erde zu umkreisen. Ja, und wenn ich das untersuchen möchte, dann abstrahiere ich von dem ganzen Universum sozusagen, betrachte nicht 1:1 die Realität, die komplette Realität, sondern eben nur den Mond und die Erde. Ja,
sodass das hier in jedem Fall falsch ist. Ja, und auch in der Volkswirtschaft ist es so, dass man Modelle benutzt, um eben die Realität zu vereinfachen und mit, einem vertretbaren Aufwand so dadurch Erkenntnisse gewinnen kann. Ja. Aussage C. Da steht jetzt, in der mikroökonomischen Analyse lässt sich keine Totalanalyse durchführen, da sich die Mikroökonomik mit dem wirtschaftlichen Verhalten von einzelnen Wirtschaftssubjekten beschäftigt. Ja, also hier sehen wir schon beim ersten Teil des Satzes, nämlich in der mikroökonomischen Analyse lässt sich keine Totalanalyse durchführen, dass das falsch sein muss. Ja, das heißt, diese Aussagen sind alle drei falsch und entsprechend wäre hier die Antwortmöglichkeit D anzukreuzen, nämlich keine der Aussagen A bis C ist richtig. Der letzte Punkt des Kapitels 1 aus der Kurseinheit 1 ist jetzt noch das Thema Ideengeschichte der VWL. Da habe ich Ihnen ein Handout fertig gemacht, was Sie downloaden können. Das bekommen Sie, wenn Sie rechts unter dem Video auf diesen Pfeil klicken. Da ist ein Link, da können Sie sich das Handout downloaden. Das habe ich zusammengestellt mit den wichtigsten Infos eben zu dem Kapitel. Und ja, das wäre jetzt ein bisschen viel Schreibarbeit gewesen, sodass Sie sich das einfach downloaden. Kurz durchlesen, das dauert in etwa 5 bis 10 Minuten maximal und ja, dann werden wir zusammen die Klausuraufgaben dazu lösen. Ja, das heißt, Sie machen am besten jetzt mal einen Cut, drücken auf Pause, lesen sich das durch, nachdem Sie es runtergeladen haben, und ich mache jetzt hier direkt weiter eben mit den Klausuraufgaben. Die erste, die wir dazu haben, ist die Aufgabe 1 aus dem Sommersemester 2010. Ich hoffe, man kann es sehen. Ja, okay. Und ja, ich gehe einfach mal von vorne die Aufgabe durch, beginne mit dem Text. Und zwar: in der makroökonomischen Theorie gibt es mit der Neoklassik und dem Keynesianismus zwei konkurrierende Denkschulen, die sich in einigen grundsätzlichen Annahmen unterscheiden. Welche der folgenden Aussagen zu den beiden Denkschulen sind korrekt? Aussage A hier oben, da steht jetzt, die Neoklassik geht davon aus, dass immer Vollbeschäftigungsoutput produziert wird. Diese Aussage ist korrekt. Aussage B, der Keynesianismus geht davon aus, dass ein Unterbeschäftigungsgleichgewicht möglich ist. Auch diese Aussage ist korrekt. Antwortmöglichkeit C, die Neoklassik geht davon aus, dass eine automatische Markträumung nicht gesichert ist. Das ist falsch. Hier müsste es heißen, die Neoklassik geht davon aus, dass eine automatische Markträumung gesichert ist. Ja, also automatische Markträumung heißt im Prinzip, dass ohne Zutun von außen, dass der Markt ohne Zutun von außen sein Gleichgewicht erreicht im Prinzip. Das heißt, dass das Angebot und die Nachfrage übereinstimmt und das, wie gesagt, automatisch ohne jegliches Zutun von außen alleine durch den Marktmechanismus. Ja, und davon geht eben die Neoklassik aus. Ja. Und wenn hier jetzt steht, die Neoklassik geht davon aus, dass eine automatische Markträumung nicht gesichert ist, dann ist es in dem Fall falsch. Aussage D, da steht jetzt, man kann die keynesianische Sichtweise als langfristige Perspektive und die Neoklassik als kurzfristige Sichtweise interpretieren. Das ist genau umgekehrt, ja, nämlich die keynesianische Sichtweise, die wird als kurzfristige Perspektive und die Neoklassik als langfristige Perspektive eben bezeichnet. Dazu kommen wir noch später, aber hier ist diese Aussage, so wie sie steht, jetzt falsch. Ja, das heißt, bei dieser Aufgabe wäre Antwortmöglichkeit A und B richtig gewesen.
Dann die Aufgabe 1 aus dem Sommersemester 2011. Da ist jetzt gefragt, welche Aussagen zum Wirken bekannter Ökonomen sind korrekt? Markieren Sie die richtigen Aussagen auf dem Lösungsbogen. Das ist wieder eine X aus N Aufgabe, das heißt, mehrere Antworten können richtig sein. Antwortmöglichkeit A. David Ricardo wurde vor allem durch seine Ausführungen über die Vorteilhaftigkeit des internationalen Handels berühmt. Diese Aussage ist korrekt. Dann Aussage B. Die bekannte Abbildung der sich kreuzenden Angebots- und Nachfragekurven geht auf Leon Walras zurück. Das ist falsch. Diese Abbildung geht nämlich auf Alfred Marshall zurück. Also der hat als erster so ein Modell entwickelt, so ein Schaubild eben mit der Angebots- und Nachfragekurve. Dann Aussage C. Robert Lucas ist ein sehr angesehener Vertreter der neukeynesianischen Theorie. Auch das ist falsch, nämlich richtig wäre, dass Robert Lucas ein Vertreter der neuklassischen Theorie ist, aber nicht der neukeynesianischen Theorie. Dann Aussage D, das bekannte Analyseschema des ISLM-Modells geht auf eine Interpretation der keynesianischen Theorie durch John Hicks zurück. Diese Aussage ist richtig und Aussage E ist in dem Fall dann auch falsch, sodass wir hier Aussage A und D als korrekt ankreuzen sollten. Gut, die nächste, zwei haben wir noch, das ist die vorletzte sozusagen. Sommersemester 2013, die Aufgabe 1, da ist wieder gefragt, welche Aussagen zum Wirken bekannter Ökonomen sind korrekt? Aussage A, auf den Ökonomen Jean-Baptiste Say geht das nach ihm benannte Theorem zurück, nachdem sich jedes Angebot seine eigene Nachfrage schafft. Das ist korrekt. Dann Aussage B, Karl Marx sagte in seinen Theorien den Niedergang des sozialistischen Systems voraus. Er prognostizierte quasi den Transformationsprozess der mittel- und osteuropäischen Länder. Das ist falsch. Aussage C, die Scholastiker um Thomas von Aquin schufen bereits in der Antike eine vollständige ökonomische Theorie. Auch das ist falsch. Und dann Aussage D, da steht jetzt wieder, David Ricardo wurde unter anderem durch seine Ausführungen zur Vorteilhaftigkeit des internationalen Handels berühmt. Das wäre wieder richtig. Und Aussage E, keine der Aussagen A bis D ist richtig, ist natürlich dann auch falsch, sodass wir bei dieser Aufgabe die korrekten Antworten A und D haben. Dann die letzte Aufgabe hierzu, und zwar in der makroökonomischen Theorie gibt es mit der Neoklassik und dem Keynesianismus zwei konkurrierende Denkschulen, die sich in einigen grundsätzlichen Annahmen unterscheiden. Welche der folgenden Annahmen gehören zur Denkschule des Keynesianismus, ist gefragt. Ja, also was kennzeichnet den Keynesianismus? Aussage A, da ist es gegeben, die Preise passen sich automatisch unendlich schnell an veränderte Rahmenbedingungen an. Das hier wäre ein Kennzeichen für die Neoklassik, aber nicht für den Keynesianismus und von daher ist die Aussage A schon mal falsch. Dann B, eine automatische Markträumung ist nicht gesichert. Das ist wiederum ein Kennzeichen des Keynesianismus und wäre dementsprechend als richtig anzukreuzen. C. Ein Unterbeschäftigungsgleichgewicht ist möglich. Ja, auch das ist ein Kennzeichen des Keynesianismus. Auch das wäre in dem Fall richtig. Und bei Aussage D steht jetzt, es wird stets der Vollbeschäftigungsoutput produziert. Das ist wieder falsch, weil das gehört nicht zum Keynesianismus, sondern zur Neoklassik. Und Aussage D hier, keiner der Aussagen ist richtig, wäre dann auch falsch, weil wir ja gesehen haben, dass hier B und C korrekt wären.
So, in diesem Sinne machen wir jetzt weiter mit Kapitel 2. Und zwar Kapitel 2, da geht es jetzt nochmal um ökonomische Grundbegriffe. Das ist jetzt nochmal ein Kapitel, wo wir ein bisschen was schreiben müssen, aber ich verspreche Ihnen, ab Kapitel 3 geht es dann langsam los mit Rechnen, also die interessanteren Sachen, sage ich mal, wie jetzt auswendig lernen. Aber so ein paar Basisbegriffe müssen wir natürlich abhandeln. Da kommen wir jetzt nicht drum rum. Aber es wird das letzte Kapitel sein, wo wir, sage ich mal, schreiblastig abhandeln werden. Zunächst mal der erste Begriff, den ich gerne klären würde, ist der Begriff Bedürfnis. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, Güter werden letztendlich gekauft, um Bedürfnisse zu befriedigen. Ja, also zum Beispiel, wenn Sie Hunger haben, dann kaufen Sie sich ein Brötchen. Ja, also Sie haben das Bedürfnis zu essen, Sie haben das Bedürfnis zu trinken und so weiter. Ja, das heißt, die Güternachfrage letztendlich ist deswegen da, weil die Menschen eben Bedürfnisse haben. Und ein Bedürfnis selbst ist sozusagen jetzt der Ausdruck eines Mangels, ja, beziehungsweise der Ausdruck eines subjektiven Mangelempfindens. Ja, also Bedürfnis, können wir dann schreiben, ist der Ausdruck eines subjektiven Mangelempfindens. Und zwar verbunden mit dem Wunsch, diesem Mangel abzuhelfen. Also verbunden mit dem Wunsch, diesem Mangel abzuhelfen. Ja, und führen jetzt Bedürfnisse zu einer kaufkräftigen Nachfrage, so wird diese Nachfrage dann auch als Bedarf bezeichnet. Ja, und hier gibt es jetzt eben wirtschaftlich relevante Bedürfnisse und es gibt wirtschaftlich irrelevante Bedürfnisse. Ja, und Güter sind jetzt eben materielle Dinge und auch Dienstleistungen, mit denen die wirtschaftlich relevanten Bedürfnisse befriedigt werden können. Ja, also wirtschaftlich relevante Bedürfnisse wären zum Beispiel Hunger, wie gesagt, oder Durst oder neues Auto, neue Schuhe und so weiter. Ja, das schreiben wir vielleicht nochmal hin. Wirtschaftlich relevante Bedürfnisse . Das ist zum Beispiel Hunger oder ein neues Auto, neue Schuhe und so weiter. Ja, also im Prinzip alles, was man kaufen kann. Und dann gibt es noch wirtschaftlich irrelevante Bedürfnisse. Das wären Dinge wie zum Beispiel Liebe oder Freundschaft. Ja. Ich schreibe jetzt hier mal Liebe, Freundschaft. Und so weiter. Ja. Und wie gesagt, Güter sind jetzt eben Dinge und Dienstleistungen, mit denen die wirtschaftlich relevanten Bedürfnisse befriedigt werden können. Ja, also wir gehen jetzt davon aus, dass jetzt Liebe
oder auch Freundschaft, dass das einfach nicht käuflich ist. Ja, ich meine, gut, es gibt vielleicht auch Leute, die behaupten das Gegenteil, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass Liebe jetzt nicht käuflich ist. Okay, als nächstes möchte ich mit Ihnen ein paar Güterarten besprechen. Also Güterarten wäre das nächste. Was Güter sind, das hatten wir ja gesagt, das sind ja, wie gesagt, Produkte oder beziehungsweise materielle Dinge und auch Dienstleistungen. Ja. Und da gibt es jetzt verschiedene Güterarten. Und zwar gibt es zunächst mal sogenannte Konsumgüter. Und Konsumgüter sind jetzt Güter, die unmittelbar der Bedürfnisbefriedigung dienen. Ja, also zum Beispiel Lebensmittel, Kleidungsstücke und so weiter. Ja, also Konsumgüter sind Güter, die unmittelbar der Bedürfnisbefriedigung dienen. Also Güter, die unmittelbar der Bedürfnisbefriedigung dienen. Ja, also Lebensmittel, Kleidungsstücke und so weiter. Dann bis jetzt noch sogenannte Produktionsgüter. Ja, also B, Produktionsgüter. Man sagt auch Produktionsfaktoren, ja, und das sind jetzt im Gegensatz zu den Konsumgütern eben Güter, die zur Erzeugung von Konsumgütern und Zwischenprodukten dienen. Ja, also Produktionsgüter oder Produktionsfaktoren sind Güter, die zur Erzeugung von Konsumgütern, die zur Erzeugung von Konsumgütern und Zwischenprodukten und diese Zwischenprodukte nennt man auch produzierte Produktionsgüter. Dienen. Ja, also Produktionsgüter sind Güter, die zur Erzeugung von Konsumgütern und Zwischenprodukten dienen. Die wichtigsten Produktionsfaktoren, die wir jetzt dann auch kennenlernen werden, sind Arbeit und Kapital. Ja, also die wichtigsten Produktionsgüter oder Produktionsfaktoren sind Arbeit und Kapital. Okay. Punkt C. Da gibt es jetzt noch freie Güter, sogenannte freie Güter. Und freie Güter sind Güter, deren Verfügbarkeit unbegrenzt ist, ja, also Güter, deren Verfügbarkeit unbegrenzt ist. Ja, also zum Beispiel Luft und so weiter. Dann gibt es neben den freien Gütern auch knappe Güter. Und knappe Güter sind jetzt eben Güter, deren Verfügbarkeit begrenzt ist. Ja, also Güter, deren Verfügbarkeit begrenzt ist. Ja, also zum Beispiel Bier
oder, naja, war jetzt ein doofes Beispiel, aber zum Beispiel Bier oder Schuhe und so weiter. Sie wissen, was ich meine. Ja. Und hier ist es eben so, wenn Güter knapp sind, dann wird bei der Produktion natürlich mit den Produktionsfaktoren versucht, so sparsam wie möglich umzugehen. Ja. Warum? Weil das ganz einfach die Voraussetzung dafür ist, dass möglichst viele Güter produziert werden können und somit folglich auch ein möglichst hohes Maß an Bedürfnisbefriedigung erzielt wird. Ja? Beispielsweise wird ein Flug von Frankfurt nach New York jetzt natürlich über den Atlantik durchgeführt und nicht über den Pazifik, über Asien. Ja? Weil über den Pazifik ist es viel, viel weiter und man würde unnötig Kerosin verschwenden und Zeit. Und von daher macht das niemand. Ja, das heißt, mit den Produktionsfaktoren, in dem Fall sagen wir mal Kerosin, ja, und auch Zeit vielleicht, wird probiert, so sparsam wie möglich umzugehen. Und von daher wird jede Fluglinie, wenn sie von Frankfurt nach New York fliegt, eben direkt über den Atlantik fliegen und nicht über den Pazifik. Ja, das vielleicht nochmal als Beispiel. Ja. Dann bei Punkt E gibt es jetzt noch sogenannte private Güter. Ja, und bei privaten Gütern gilt das Ausschlussprinzip. Das Ausschlussprinzip. Das heißt, es können Leute vom Konsum ausgeschlossen werden. Ja, ein privates Gut wäre zum Beispiel der Ferrari von Niklas. Ja. Schön wär's, aber als Beispiel kann man es mal nehmen. Der Ferrari von Niklas. Ja. Das wäre zum Beispiel so ein privates Gut. Ja, und das Ausschlussprinzip besagt jetzt eben Folgendes, nämlich, dass Konsumenten, die jetzt eben nicht bereit sind, beziehungsweise nicht in der Lage sind, einen bestimmten Preis zu zahlen, von der Nutzung ausgeschlossen werden. Ja. Und im Gegensatz zu den privaten Gütern gibt es jetzt aber hier noch sogenannte öffentliche Güter. Also öffentliche Güter. Ja, und für öffentliche Güter gilt jetzt hier die Nichtausschließbarkeit. Die Nichtausschließbarkeit. Und was für öffentliche Güter auch noch gilt, ist die sogenannte Nichtrivalität. Das heißt, beim Konsum dieser öffentlichen Gütern, also es besteht keine Rivalität beim Konsum von öffentlichen Gütern. Ja, zum Beispiel eine Straßenlaterne, das wäre zum Beispiel jetzt so ein öffentliches Gut. Ja, eine Straßenlaterne. Ja, jeder, der an dieser Laterne vorbeikommt, konsumiert die sozusagen, beziehungsweise konsumiert das Licht, die Straßenlaterne, die leuchtet und erhält den Weg sozusagen. Und egal wer vorbeikommt, kann dieses Licht sozusagen konsumieren. Ja, und wenn da 10 Leute vorbeikommen, dann können 10 Leute das Licht von dieser Laterne sozusagen konsumieren, ohne dass in irgendeiner Form da Rivalität herrscht. Ja, es kann niemand ausgeschlossen werden von Konsum und es gilt eben darüber hinaus die Nichtrivalität. Beim nächsten Begriff, da geht es jetzt nochmal um das Wirtschaften. Also die Güterarten werden somit jetzt durch. Beim nächsten Punkt geht es nochmal, wie gesagt, um das Wirtschaften. Und zwar, das Wirtschaften ist sozusagen das Handeln unter Knappheitsbedingungen. Ja, also Wirtschaften, das Wirtschaften, angemerkt, ist das Handeln unter Knappheitsbedingungen.
Ja? Das heißt, die Knappheit von Gütern macht es jetzt erforderlich, Wahlentscheidungen zu treffen. Ja? Das heißt, mit diesen Gütern eben wirtschaftlich umzugehen. Ja? Also die Knappheit, schreiben wir jetzt auch nochmal hin, die Knappheit von Gütern macht es erforderlich, Wahlentscheidungen über ihre Verwendung zu treffen. Beziehungsweise mit den Gütern wirtschaftlich umzugehen. Beziehungsweise mit den Gütern wirtschaftlich umzugehen. Und Ziel, wie gesagt, ist die Bedürfnisbefriedigung. Ja, also Ziel ist die Bedürfnisbefriedigung. Gut, es sind jetzt hier noch so zwei Wirtschaftsformen aufgeführt im Skript, nämlich wird da jetzt noch unterschieden zwischen der sogenannten Autarkie und zwischen modernen Ökonomien. Ja, wir beginnen mit der Autarkie. Und Autarkie, das nennt man auch, also werden auch als Robinson-Ökonomien bezeichnet. Also Robinson-Ökonomien. Und Autarkie bedeutet jetzt Folgendes. Autarkie heißt jetzt, dass sämtliche Wirtschaftssubjekte ausschließlich für den eigenen Bedarf produzieren. Also jeder macht das, was er braucht, eben selbst. Ja, jeder baut selber seine Kartoffeln an, jeder hat selber seine Rinder, seine Schweine für das Fleisch, was weiß ich. Ja, also jeder produziert für sich selbst. Ja, also jedes Wirtschaftssubjekt ist eben zugleich Produzent und Konsument. Ja, also Autarkie bedeutet, also das sind Ökonomien, in denen die Wirtschaftseinheiten ausschließlich für den eigenen Bedarf produzieren. Ja, also Ökonomien, in denen die Wirtschaftseinheiten ausschließlich für den eigenen Bedarf produzieren. Ja, also die Wirtschaftseinheit ist Produzent und Konsument in einem. Ja, das ist jetzt bei uns in unserer heutigen Zeit allerdings, ja, ich sag mal, auf den meisten Stellen der Erde nicht mehr so. Das gibt es vielleicht noch, also ich habe gehört, das soll es noch geben, teilweise, aber ich behaupte mal, auf den meisten Plätzen, in den meisten Ländern der Erde haben wir keine Autarkie mehr, sondern haben eine andere Wirtschaftsform. Und das bezeichnet man jetzt einfach mal als moderne Ökonomien. Also moderne Ökonomien soll jetzt dann das Gegenstück sein zu dieser Autarkie. Ja, und moderne Ökonomie bedeutet jetzt eben, dass die Produktion und der Konsum auf mehrere Wirtschaftseinheiten verteilt sind. Ja,
Wenn wir uns nochmal erinnern an die Wirtschaftssubjekte, die wir besprochen haben, da gab es ja Haushalte und Unternehmen. Und genau das ist jetzt damit eben gemeint, nämlich dass die Unternehmen Konsumgüter verkaufen und die Haushalte eben Güter kaufen und konsumieren. Ja, das heißt, moderne Ökonomien bedeutet die Produktion, also Produktion und Konsum sind auf mehrere Wirtschaftseinheiten verteilt. Das heißt, wie gesagt, die Unternehmen verkaufen Konsumgüter. Die Unternehmen verkaufen Konsumgüter. Befriedigen dadurch die Konsumnachfrage und erzielen sogenannte Konsumerlöse. Ja, also die Unternehmen verkaufen Konsumgüter, befriedigen dadurch die Konsumnachfrage und erzielen sogenannte Konsumerlöse. Ja, also sie verkaufen Güter, sie geben Güter ab und bekommen dafür Konsumerlöse, also Geld zum Beispiel. Ja. Und bei den Haushalten ist es jetzt so, die Haushalte stellen den Unternehmen gegen Entlohnung eben ihre Arbeitskraft als Produktionsfaktor zur Verfügung. Ja, also die Haushalte stellen den Unternehmen gegen Entlohnung und diese Entlohnung, die nennt man jetzt auch Faktoreinkommen. Also Faktoreinkommen. Die Haushalte stellen den Unternehmen gegen Entlohnung Faktoreinkommen, also in Klammer Faktoreinkommen, ihre Arbeitskraft als Produktionsfaktor und da können wir jetzt auch schreiben, Faktorleistungen in Klammer. Ja. Also die Arbeit, die die Haushalte verrichten in den Unternehmen, das bezeichnet man auch als Faktorleistungen. Ja. Und um den Satz zu Ende zu führen, ich lese jetzt nochmal, nämlich die Haushalte stellen den Unternehmen gegen Entlohnung ihre Arbeitskraft als Produktionsfaktor eben zur Verfügung. Ja, das wäre jetzt sozusagen die Definition einer modernen Ökonomie. Ja, also zum Beispiel konsumiert der Metzger jetzt eben nicht sämtliches Fleisch aus seiner Produktion, sondern verkauft eben in der Regel den größten Teil davon, um mit dem erzielten Erlös andere Produkte zu kaufen. Ja, das heißt, die Wirtschaftssubjekte, die treten hier zueinander in Tauschbeziehungen und es herrscht Arbeitsteilung. Ja, also jeder macht ja was anderes. Der Metzger produziert Fleisch, der Elektriker, der installiert elektrische Anlagen. Und jetzt wird eben angenommen, dass diese Arbeitsteilung beziehungsweise durch diese Spezialisierung eben auf bestimmte Produkte
wird angenommen, dass dadurch eben die Qualität und auch Quantität deutlich ansteigt. Ja, also wenn Sie sich überlegen, Sie machen alles selber, jeder macht alles selber, dann muss jeder irgendwie alles machen. Und da wird jetzt eben angenommen, wenn Arbeitsteilung herrscht, nämlich jeder das tut, was er gut kann oder am besten kann, dass dadurch eben zum einen die Quantität und auch die Qualität der Produkte einfach steigt. Ja. Ich habe jetzt hier noch ein Schaubild, was ich nochmal einzeichnen möchte, eben zu den modernen Ökonomien. Und zwar hatten wir ja die beiden Wirtschaftssubjekte Haushalte und Unternehmen. Und dass Sie sich das einfach nochmal besser vorstellen können, was hier passiert. Also in der modernen Ökonomie ist es so, die Unternehmen hier, die verkaufen zunächst mal Konsumgüter an die Haushalte. Ja. Also dieser Pfeil hier wären die Konsumgüter. Ja, die Unternehmen verkaufen Konsumgüter, die die Haushalte konsumieren. Ja, und im Gegenzug bekommen die Unternehmen von den Haushalten eben sogenannte Konsumerlöse. Ja. Ja, und jetzt haben wir hier unten auch noch zwei Pfeile. Was wir auch besprochen hatten, war, dass die Haushalte den Unternehmen eben Arbeit anbieten in Form von Faktorleistungen, so hatten wir das ja genannt. Ja, die Haushalte bieten den Unternehmen Faktorleistungen an und bekommen von den Unternehmen ihren Lohn, ihr Gehalt in Form von Faktoreinkommen. Ja. Das waren die Begriffe Faktoreinkommen. Und ja, das ist sozusagen unser einfacher Wirtschaftskreislauf, ja, wenn man mal nur Unternehmen und Haushalte jetzt betrachtet und von weiteren Wirtschaftssubjekten mal und von weiteren Märkten auch abstrahiert. Ja. Und hier ist es jetzt so, dass die Haushalte eben entscheiden müssen, in welcher Menge sie zum einen Konsumgüter nachfragen und zum anderen müssen sie entscheiden, wie viel Arbeit, also wie viel Faktorleistung sie anbieten. Ja, und genauso auch auf Unternehmensseite. Die Unternehmensseite, die entscheidet eben über den Lohn, ja, wie viel Faktoreinkommen sie bezahlen für die Arbeit und entscheiden auch hier über den Preis quasi, wie viel sie für die Güter, die sie verkaufen, eben haben wollen. Ja. Und wo jetzt eben die Wirtschaftssubjekte oder beziehungsweise der Ort, wo diese Wirtschaftssubjekte in Tauschbeziehung zueinander treten, das nennt man jetzt hier auch Markt. Ja. Das schreiben wir jetzt auch nochmal auf. Also hier gibt es zum Beispiel jetzt dann im Folgenden einen Gütermarkt, ja, wo das Güterangebot der Unternehmen auf die Güternachfrage der Haushalte trifft. Ja. Oder es gibt beispielsweise auch einen Arbeitsmarkt, und zwar wo das Arbeitsangebot der Haushalte auf die Arbeitsnachfrage der Unternehmen trifft. Ja, das werden wir alles im weiteren Verlauf noch besprechen. Aber ganz allgemein gesagt können wir mal festhalten, dass ein Markt ein Ort ist, an dem die Wirtschaftssubjekte eben in Tauschbeziehungen zueinander treten. Ja, also Markt ist ein Ort, an dem die Wirtschaftssubjekte in Tauschbeziehungen zueinander treten. Das heißt, das Angebot trifft auf die Nachfrage in diesem Markt. Und
Was wir vielleicht auch noch anfügen können, ist, dass Geld nun das allgemein akzeptierte Tauschmittel ist, mit dessen Hilfe eben Transaktionen ausgeführt werden. Ja, also Geld ist dabei das Tauschmittel oder das allgemein akzeptierte Tauschmittel, mit dessen Hilfe Transaktionen getätigt werden. Ja, früher gab es ja beispielsweise, also bevor es Geld gab, gab es ja den Naturaltausch, also Ware gegen Ware, ja, zum Beispiel ein Brot gegen ein Liter Milch oder sowas, ja, aber das gibt es ja schon lange nicht mehr. Irgendwann wurde ja Geld eingeführt, ich weiß jetzt gar nicht genau wann, aber heutzutage ist natürlich Geld das Tauschmittel, ja, also da wird kein Naturaltausch mehr betrieben, sondern Geld ist das allgemein akzeptierte Tauschmittel, mit dem eben Transaktionen getätigt werden. Ja. Gut, letzter Punkt noch, und zwar Güterströme. Das ist vielleicht auch noch interessant. Also Güterströme werden jetzt als reale Größen und Geldströme als monetäre Größen bezeichnet. Ja, also Güterströme, das heißt eben diese Konsumgüter hier und auch die Faktorleistungen. Ja, Faktorleistungen sind ja auch Güterströme. Ja, Arbeitsleistung ist ja auch ein Gut sozusagen, ja, in Form vielleicht einer Dienstleistung. Man verrichtet ja irgendwas. Und Güterströme, ja, ich schreibe jetzt mal in Klammer, eben Konsumgüter und Faktorleistungen Güterströme werden als reale Größen und Geldströme also mit Preisen bewertete Gütermengen sozusagen, ja, das heißt die Konsumerlöse in dem Fall, die Konsumerlöse und Faktoreinkommen werden als monetäre Größen bezeichnet. Gut, also hier, das vielleicht sollten Sie sich merken, reale Größen, monetäre Größen. Gut. Das wäre es zu diesem Kapitel 2. Ich sehe jetzt hier noch eine Klausuraufgabe dazu, die wir uns anschauen werden. Und zwar folgendes, das ist aus dem Sommersemester 2013, die Aufgabe 2. Und da ist Folgendes gegeben, nämlich alle materiellen Dinge und alle Dienstleistungen, mit denen wirtschaftlich relevante Bedürfnisse befriedigt werden können, bezeichnet man als Güter. Die Volkswirtschaftslehre unterscheidet dabei mehrere Güterarten. Welche Aussagen zu den verschiedenen Güterarten sind korrekt? Das ist eine X aus N Aufgabe, das heißt mehrere Antworten können richtig sein. Punkt A. Da steht jetzt, öffentliche Güter können ausschließlich vom Staat konsumiert werden. Das ist falsch. Denken Sie nochmal an unsere Straßenlaterne, die ja ein öffentliches Gut ist.
Das kann dann nicht nur vom Staat konsumiert werden, sondern eigentlich von jedem. Also ein öffentliches Gut war ja dadurch gekennzeichnet, dass die Nicht-Ausschließbarkeit und auch die Nicht-Trivialität eben gegeben ist. Und von daher kann natürlich keiner ausgeschlossen werden und dementsprechend ist diese Aussage eben falsch. Aussage B, da steht jetzt, Zwischenprodukte werden auch als Produktionsgüter bezeichnet, als produzierte Produktionsgüter bezeichnet. Diese Aussage ist korrekt, das hatten wir auch aufgeschrieben, meine ich. Ich muss nochmal ganz kurz schauen. Ja, produzierte Produktionsgüter hatten wir aufgeschrieben. Okay, also Zwischenprodukte werden auch als produzierte Produktionsgüter bezeichnet. Das ist korrekt, also Aussage B ist schon mal korrekt. Dann Aussage C. Als freie Güter werden Güter bezeichnet, die zum Zeitpunkt der Betrachtung unbegrenzt verfügbar sind. Auch das ist korrekt, das hatten wir auch notiert. Freie Güter sind in unbegrenzter Menge eben verfügbar, wie zum Beispiel Luft. Ja, also natürlich ist jetzt Luft auch nicht unbegrenzt, es ist ja alles irgendwo begrenzt, aber wenn man von der Praxis jetzt mal ausgeht, dann haben wir natürlich jetzt Luft, so viel wir wollen. Ja. Das heißt, die Aussage wäre hier korrekt. Aussage D, da steht jetzt, Konsumgüter dienen dem Endverbraucher zur unmittelbaren Bedürfnisbefriedigung. Diese Aussage ist auch korrekt, ja, das hatten wir auch definiert, nämlich Konsumgüter sind ja Güter, die unmittelbar der Bedürfnisbefriedigung dienen. Ja, und dann noch Aussage E, keine der Aussagen A bis D ist richtig, die ist natürlich falsch, so dass man hier die Antwortmöglichkeiten B, C und D als korrekt ankreuzen sollte. Gut, wir machen jetzt hier weiter an dieser Stelle mit Kapitel 3. Also Kapitel 3. Und das wäre jetzt Konsum und Faktorangebot der Haushalte. Ja, Konsum und Faktorangebot. Der Haushalte. Das erste, was ich hier festhalten möchte, ist ein Merksatz, nämlich ist es jetzt so, dass Haushalte Nutzenmaximierung betreiben. Hatte ich ja schon mal erwähnt, also Unternehmen betreiben Gewinnmaximierung, Haushalte betreiben Nutzenmaximierung. Ja, also Haushalte betreiben Nutzenmaximierung. Gut, der erste Punkt, den wir hier jetzt zusammen erarbeiten werden, ist der Punkt rationales Entscheiden. Und zwar bedeutet rationales Entscheiden jetzt sozusagen zwischen Alternativen zu wählen. Ja, also rationales Entscheiden bedeutet zwischen Alternativen zu wählen. Ja, beispielsweise könnte es sein, dass ich irgendwann mal vor der Wahl stehe, ob ich lieber eine Vollzeitstelle mit viel Verdienst und wenig Freizeit annehme oder vielleicht auch lieber eine Teilzeitstelle mit eben weniger Verdienst, aber viel Freizeit. Ja, also als Beispiel können wir da eben aufführen, Vollzeitstelle mit, ich schreibe jetzt mal in Anführungsstrichen, viel Verdienst versus
Teilzeitstelle. Ich habe was vergessen. Vollzeitstelle natürlich jetzt hier wäre mit viel Verdienst in Anführungsstrichen und wenig Freizeit. Also wenig Freizeit auch mal in Anführungsstrichen. Also Vollzeitstelle mit viel Verdienst und wenig Freizeit versus Teilzeitstelle mit wenig Verdienst und viel Freizeit. Ja. Ja, das wäre so eine klassische Entscheidung, vor der ich stehen könnte. Ja, und dann muss halt jeder für sich sozusagen entscheiden, was ihm lieber ist. Ja, der eine entscheidet sich für die Variante 1, der andere entscheidet sich für die Variante 2 und so weiter. Ja. Und jetzt ist es so, nämlich die Voraussetzung für rationale Entscheidung ist folgendes, nämlich konsistente Präferenzen. Ja, also die Voraussetzung für rationales Entscheiden das ist folgendes, nämlich konsistente, also sozusagen widerspruchsfreie Präferenzen. Ja. Wann ist eine Präferenz konsistent? Eine Präferenz ist konsistent, wenn sie erstens jetzt vollständig ist und zweitens transitiv ist. Ja, also Präferenzen sind konsistent, wenn sie jetzt erstens vollständig und zweitens transitiv sind. Okay, wir schreiben jetzt gleich noch auf, was es ist. Ja, also zunächst mal zur Vollständigkeit. Also die Vollständigkeit bedeutet jetzt Folgendes. Nämlich bedeutet es Folgendes, wenn ich jetzt mehrere Alternativen habe, dann muss ich genau wissen, ob ich jetzt beispielsweise Alternative 1 gegenüber Alternative 2 bevorzuge oder ob ich vielleicht Alternative 2 gegen Alternative 1 bevorzuge oder ob ich beide als gleichwertig ansehe. Ja, also der Haushalt muss quasi wissen, welche Entscheidungsalternativen er gegenüber einer anderen bevorzugt oder ob es Alternativen gibt, die er vielleicht als gleichwertig ansieht. Ja, also Vollständigkeit ist dann der Haushalt, schreibe ich jetzt mal, muss wissen, ob er Alternative A1, nenne ich sie mal, so ist es auch in den Kurseinheiten, also ob er Alternative A1 gegenüber A2 bevorzugt. Ja, das schreibt man dann auch folgendermaßen, nämlich wenn er jetzt Alternative A1 gegenüber A2 bevorzugt, dann schreibt man auch hier A1 ist jetzt, und jetzt kommt so ein Größerzeichen, A1 ist größer A2. Ja, also der Haushalt muss wissen, ob er Alternative A1 gegenüber A2 bevorzugt, beziehungsweise natürlich A2
gegenüber A1 bevorzugt. Ja, das wäre dann so geschrieben. Ja, A1 ist kleiner A2. Ja, oder ob er beide Alternativen als gleichwertig betrachtet. Ja, so, oder ob er beide Alternativen als gleichwertig. Ja, und gleichwertig, dazu sagt man auch indifferent. Ja, oder ob er beide Alternativen als gleichwertig bzw. indifferent betrachtet. Ja, und das schreibt man dann so. Also wenn er A1 und A2 als gleichwertig betrachtet, dann schreibt man hier so ein Zeichen zwischen den Alternativen. Das nennt man Tilde, dieses Zeichen. Und ja, so ist es jetzt auch in der Kurseinheit aufgeführt. Ja, also das zunächst mal zur Vollständigkeit. Ja. Dann hatten wir noch die Transitivität. Ja, also Präferenzen sind ja dann widerspruchsfrei, wenn sie eben zum einen vollständig sind und zum anderen eben transitiv. Ja, und die Transitivität, das notieren wir uns auch nochmal, was das ist. Und das ist Folgendes. Ja, stellen Sie sich vor, der Haushalt bevorzugt A1 gegenüber A2. Ja, also falls wir den Fall haben, dass A1 gegenüber A2 bevorzugt wird. Ja, und jetzt nehmen wir noch einen Vergleich, nämlich der zweite Vergleich ist jetzt, dass A2 gegenüber A3 bevorzugt wird. Ja, also wenn jetzt A1 gegenüber A2 bevorzugt wird und A2 gegenüber A3 bevorzugt wird, dann folgt daraus, dass natürlich auch A1 gegenüber A3 bevorzugt wird. Ja. Also wenn A1 größer ist als A2 und A2 größer ist als A3, so folgt, A1 ist natürlich dann auch größer als A3. Also die Alternative A1 wird dann auch gegenüber der Alternative A3 natürlich bevorzugt. Ja. Beziehungsweise dasselbe machen wir jetzt nochmal, falls die Alternativen als gleichwertig betrachtet werden. Ja, und da notiert man das folgendermaßen, nämlich wenn A1 gleichwertig ist mit A2 und A2 jetzt gleichwertig ist mit A3, so folgt, was folgt dann? Ja, dann folgt Folgendes, nämlich dann ist A1 natürlich auch gleichwertig wie A3. Ja, also wenn er die Alternative A1 und A2 als gleichwertig betrachtet und A2 und A3 auch als gleichwertig betrachtet, ja, dann betrachtet er A1 natürlich auch gleichwertig wie A3. Ja, das ist sozusagen die Transitivität. Ja, also beispielsweise, wenn ich jetzt Sportclub Freiburg besser finde wie Eintracht Frankfurt und Eintracht Frankfurt finde ich hingegen aber besser wie Bayern München, dann folgt daraus, dass ich Sportclub Freiburg natürlich auch besser als Bayern München finde. Ja, um das jetzt mal, um mal ein Beispiel zu bringen. Ja. Noch ein Merksatz hierzu, und zwar Haushalte mit inkonsistenten Präferenzen. So, Haushalte mit inkonsistenten Präferenzen können keine rationalen Entscheidungen treffen. Ja, so, Haushalte mit inkonsistenten Präferenzen können keine rationalen
Entscheidungen treffen. Naja, also wenn die Entscheidung rational sein soll, dann, wie gesagt, dann erfordert das, dass der Haushalt eben konsistente Präferenzen hat. Ja, das heißt, die Präferenzen müssen vollständig sein und sie müssen transitiv sein. Ja. Und wenn jetzt eben ein Haushalt inkonsistente Präferenzen hat, dann kann dieser Haushalt keine rationalen Entscheidungen treffen. Ja, wir nehmen vielleicht mal ein Beispiel dafür, für eine inkonsistente Präferenzstruktur. Ja, Beispiel, nehmen wir mal Monatsgehälter. Ja, wir nehmen jetzt mal an, ein Monatsgehalt von 1000 Euro, nenne ich jetzt mal A1. Und ein Monatsgehalt von 2000 Euro nenne ich jetzt mal A2. Ja? Und zunächst haben wir jetzt mal den Fall, dass das Monatsgehalt von 2000 Euro natürlich dem Monatsgehalt von 1000 Euro bevorzugt wird. Ja? Und jetzt nehmen wir dann nochmal den nächsten Vergleich, nämlich wir nehmen wieder A2, unsere 2000 Euro Monatsgehalt. Und jetzt nehmen wir nochmal A3 mit 3000 Euro Monatsgehalt, Alternative A3. Ja. Und auch hier bevorzugt in der Regel ein Haushalt dann A3 gegenüber A2. Also den Haushalt bevorzugt in der Regel dann die 3000 Euro vor den 2000 Euro. Ja. So weit, so gut. Ja, und wenn jetzt der dritte Vergleich kommt, nämlich wir haben jetzt A1 und A2 verglichen, wir haben A2 und A3 verglichen und jetzt müssen wir noch A1 und A3 vergleichen. Ja, und wenn jetzt hier folgender Vergleich kommt, ja, wir vergleichen jetzt A1 und A3, ja, und normalerweise, wenn die Präferenzen konsistent sind, dann wird natürlich jetzt 3000 Euro gegenüber 1000 Euro auch bevorzugt. Ja? Wenn das jetzt aber anders ist, nämlich wenn ich jetzt bei diesem Vergleich sage, ja, 1000 Euro finde ich besser wie 3000 Euro, dann wäre diese Präferenzstruktur sozusagen eben nicht transitiv. Ja? Und da sie nicht transitiv ist, wäre sie dann eben inkonsistent, diese Präferenzstruktur. Ja, also das wäre dann keine rationale Entscheidung. Ja. Vielleicht noch angemerkt, zur Vollständigkeit, vollständig wäre diese Präferenzstruktur. Warum? Weil jede Alternative mit der anderen verglichen wird. Also es wird jede Alternative mit jeder verglichen. Ja, das bedeutet ja Vollständigkeit. Aber sie wäre eben nicht transitiv. Ja. Also wenn ich 2000 Euro besser finde wie 1000 und 3000 Euro natürlich dann auch besser finde wie 2000 und beim dritten Vergleich, da sage ich dann 1000 Euro ist aber besser wie 3000, dann passt das natürlich nicht, das ist dann keine rationale Entscheidung. Ja? Also das sollten Sie sich dann eben vor Augen halten. Wir machen jetzt ein paar Klausuraufgaben dazu, 3 Stück gab es da. Und dann sehen Sie, wie so eine Aufgabe hier in der Klausur auch mal aussehen kann. Ja, wir fangen an mit Sommersemester 2016. Und zwar die Aufgabe 8. Ich zoome noch mal ein bisschen ran. Ich hoffe, dass man es dann besser lesen kann. Ja, sollte passen. Okay, ich lese den Text vor. Und zwar, ein Haushalt kann genau zwischen den 3 Konsumgüterbündeln A, B und C wählen. Er legt also seine Präferenzordnung hinsichtlich dieser 3 Konsumgüterbündel fest. Welche der folgenden Präferenzordnungen des Wirtschaftssubjektes ist nicht transitiv? Ja, also gefragt ist jetzt nicht, welche transitiv ist, sondern welche nicht transitiv ist. Ja, und jetzt schauen wir uns das gerade mal an. Ja, also hier bei Aussage A, da steht jetzt zunächst mal Alternative A oder Güterbündel A wird gleichwertig angesehen wie Güterbündel B. Und Güterbündel B ist jetzt besser als C. Und der dritte Vergleich, da steht jetzt hier, Güterbündel A ist auch besser als C. Diese Struktur ist transitiv. Ja.
Weil wenn A gleich B ist, also wenn A genauso gut wie B ist und B besser als C ist, ja, dann ist A auch besser als C. Ja? Also die ist transitiv. Das heißt, diese Antwortmöglichkeit bitte nicht ankreuzen, weil gefragt war hier, welche Präferenzordnung eben nicht transitiv ist. Die erste ist transitiv, deswegen nicht ankreuzen, bitte. Ja. Aussage B, da ist jetzt folgende Präferenzstruktur, nämlich Alternative A ist besser als B, B ist besser als C und A ist jetzt auch besser als C. Auch das ist transitiv, genau den Fall hatten wir ja auch gerade aufgeschrieben. Ne? Also wenn A besser ist als B, B besser als C, dann ist ja A natürlich auch besser als C. Ne? Gut. Und bei Aussage C, da haben wir jetzt auch den Fall, dass diese Struktur transitiv ist. Ja? Also A ist gleichwertig als B. B ist gleichwertig wie C, dann ist der A auch gleichwertig wie C. Also das ist auch transitiv, das heißt auch das bitte nicht ankreuzen. Also keine von den dreien ankreuzen. Ja, in dem Fall wäre dann Aussage D, nämlich keine der Lösungen A bis C ist richtig. Das wäre dann korrekt. Gut. So, dann Wintersemester 13/14, Aufgabe 2. Folgender Text, nämlich ein Haushalt kann genau zwischen den drei Konsumgüterbündeln A, B und C wählen. Er legt also seine Präferenzordnung hinsichtlich dieser drei Konsumgüterbündel fest. Welche der folgenden Präferenzordnungen des Wirtschaftssubjekts ist transitiv? Das ist eine 1 aus N Aufgabe, ist genauso wie die vorhin auch eben. Hatte ich jetzt nicht dazu gesagt, aber 1 aus N bedeutet, wie gesagt, wieder genau eine Antwort ist richtig und alle anderen sind falsch. Ja, also eine von 4 ist richtig und 3 sind falsch. Schauen wir uns Aussage A an. Also gefragt ist hier jetzt, welche Präferenzordnung ist transitiv? Ja, hier hatten wir jetzt, haben wir jetzt den Fall, A wird besser bewertet als B und B wird besser bewertet als C. Und beim dritten Vergleich wird jetzt hier A besser bewertet als C. Ja, das war genau das, was wir schon eben auch definiert haben. Und zwar ist diese Präferenzstruktur hier dann transitiv und dementsprechend anzukreuzen. Ja. Die anderen sind alle hier jetzt nicht transitiv. Ja, wir hatten die Fälle ja auch schon besprochen, dieses Beispiel. Sie können sich ja nochmal anschauen und vielleicht nochmal durchdenken, aber diese beiden Fälle sind dann nicht transitiv. Ja. Also im Prinzip können Sie, wenn Sie das haben, hier bei A eigentlich schon aufhören. Also wenn Sie in der Klausur sind unter Zeitdruck, ja, und das dann hier raus haben, dann brauchen Sie sich die anderen Antworten im Prinzip gar nicht mehr anschauen. Ja. Gut. Dann noch die letzte zu diesem Thema. Die letzte Klausuraufgabe aus dem Wintersemester 18/19, Aufgabe 1. Und zwar ist jetzt hier Folgendes gegeben, nämlich Jana wird gebeten, Jazz, Heavy Metal und Rapmusik entsprechend ihrer Präferenz zu ordnen. Dabei gibt sie an, dass sie Heavy Metal lieber hört als Rap, Rap lieber hört als Jazz und Jazz lieber hört als Heavy Metal. Welche Aussage über Janas Präferenzen ist richtig? Markieren Sie die richtige Aussage auf dem Lösungsbogen. Ja, auch da ist wieder eine 1 aus N Aufgabe hier gegeben und wir schauen uns das nochmal an. Das ist ja relativ viel Text und ich würde sagen, wir verdeutlichen uns jetzt einfach nochmal auf Papier, was hier letztendlich steht über die Präferenzen. Ja, also das Erste, was sie angibt, ist ja hier, dass sie Heavy Metal lieber hört als Rap. Ja, das heißt, für unsere Präferenzstruktur Heavy Metal ist besser als Rap zunächst mal. Erster Vergleich. Dann Rap hört sie lieber als Jazz. Ja, das heißt, Rap ist besser als Jazz. Zweiter Vergleich. Und jetzt hier als drittes steht hier, dass sie Jazz lieber hört als Heavy Metal. Ja, also dritter Vergleich. Jazz ist besser als
Heavy Metal. Gut. Was sehen wir hier? Also wenn Heavy Metal besser ist als Rap und Rap besser ist als Jazz, dann müsste ja eigentlich Heavy Metal auch besser sein als Jazz, wenn die Präferenz konsistent wäre, also beziehungsweise transitiv wäre. Ja. Da sie jetzt aber hier angibt, dass Jazz besser ist als Heavy Metal, ist diese Präferenzstruktur eben nicht transitiv. Ja. Wie gesagt, um transitiv zu sein, müsste hier natürlich Heavy Metal auch besser sein als Jazz. Also wenn Heavy Metal besser ist als Rap und Rap besser ist als Jazz, dann muss Heavy Metal natürlich auch besser sein als Jazz. Ja? Und da das nicht der Fall ist, ist diese Präferenzstruktur eben nicht transitiv. Ja? Wir schauen uns jetzt nochmal die Antwortmöglichkeiten an. Also Antwortmöglichkeit A, da steht jetzt Janas Präferenzen sind konsistent. Diese Aussage ist falsch, ja, weil Präferenzen sind, wie gesagt, dann konsistent, wenn sie erstens vollständig sind und zweitens transitiv. Und da diese Präferenzstruktur eben nicht transitiv ist, kann sie nicht konsistent sein. Ja. Aussage B, da steht jetzt Janas Präferenzen sind transitiv. Auch das ist falsch, das haben wir ja gerade rausgefunden. Das heißt, das hier bitte auch nicht ankreuzen. Und ja, bei Aussage C, da steht jetzt, Janas Präferenzen sind vollständig. In dem Fall ist das die korrekte Antwort. Warum? Ganz einfach, die Präferenzen sind deswegen vollständig, weil sie hier ja jede Alternative mit jeder anderen Alternative vergleicht. Ja, also der Vergleich ist vollständig. Ja, also alles wird mit allem verglichen und von daher ist die Präferenzstruktur vollständig, aber eben halt nicht transitiv und daher auch nicht konsistent. Ja. Das heißt, in dem Fall wäre die Antwort C hier richtig. Ja. Und Aussage D, jede der Aussagen A bis C ist richtig, ja, das erübrigt sich dann ja. Ja. Okay. So viel zum Thema rationales Entscheiden.